Hey Freunde, alles klar bei euch? Wie versprochen, das Video, wie ich mein Bulle zubereite. Es ist ziemlich simpel. Es dauert meiner Meinung nach nicht mal eine halbe Stunde. Und in der Diätzeit allgemein schmeckt es einfach Hammer. Und ich finde, wenn man schon eine harte Diät macht, sollte der Geschmack nicht fehlen. Also, schaut es euch an. Viel Spaß! So, wie ihr gesehen habt, ich habe das Bulle schon klein geschnitten. Was wir jetzt benötigen, ist so ein Mixer. Also, den habe ich gekauft bei Mediamarkt. Ich möchte da jetzt nicht bloß Werbung machen, aber damit ihr wisst, wo man das kriegen kann. So sieht das Ganze aus, von der Marke WMF. Und nein, ich habe keinen Rabattcode oder sonstiges. Ihr müsst da euch selber drum kümmern. Aber das solltet ihr haben, sonst wird es schwerer zum Kleinmalen. So, also, nehmt ihr einfach mal das Bulle rein in die Maschine. Mal schauen. Ich nehme jetzt nicht alles, sonst wird es zu voll. Und dann klappt das nicht so gut. Dann nehme ich immer gerne Paprika. Petersilie. Aber ihr wisst, ihr könnt da ja ziemlich flexibel sein und individuell. Macht ihr genau das rein, was euch schmeckt. Zwiebel, nicht zu viel. Ich nehme immer noch ein wenig Curry, damit ich mag den Curry-Geschmack noch. Und ein wenig von Indien-Paprika. So. So sieht das noch aus, oder? Wie ihr seht, es ist wirklich easy style. Dann das Ganze anstecken, Maschine an. Schon erledigt. Müssen wir das mal da rein. Und die Masse haben wir nun. Ihr seht, wir haben ein nun müssen wir das Ganze formen. Und das ist ja das Leichteste. Da könnt ihr selber schauen, wie ihr das macht, wie viel die Menge pro Patty. Thank you.
So Freunde, und so sieht das Ganze aus. Die Menge ist etwa 1,3 Kilo. Jetzt benutzen wir, also ich benutze gerne das Kokosnussöl. So. Nehmen wir mal ein Stück. So, das war's jetzt eigentlich mit dem Kochvideo. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Meine Kollegen wie Matthias Thaler zum Beispiel, der macht das ja wirklich richtig geil. Hammer und sehr sympathisch. Aber ja, das ist so ein Schnell-Schnell-Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal. Und ja, ich würde mich freuen auf Kommentare und Meinungen, wie es euch geschmeckt hat. Natürlich wäre es geil, wenn ihr unter dem Video einfach auch mal eure Ideen reinschreibt, Rezepte oder was ihr schon probiert habt und findet, hey, das sollten die anderen Leute auch wissen und nachkochen. Wichtig, sehr, sehr viel trinken. Ich trinke wirklich locker am Tag 6-7 Liter, daher Wasser, also ich trinke jetzt Grüntee, schmeckt mir besser als Wasser, also manchmal zumindest. So, also ich lasse euch mal in Ruhe, wünsche euch einen schönen Abend, heute Leg Day. Für mich. Und ja. Macht's gut. Tschüss.